Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Top 13 Zeit, denn heute zeige ich euch die Top 13 besten Transformers. Ja, und das ist aber eine etwas subjektive Liste, denn es sind meine 13 Lieblings-Transformers. Es kann also sein, dass ihr da eine ganz andere Meinung seid, aber ich finde das eine witzige Sache und dementsprechend fangen wir direkt an mit Platz 13. Den Anfang macht ein Transformer aus dem Transformers Zeichentrickfilm aus den 80er Jahren. Was für ein wahnsinnskrasser Film. Der war richtig, richtig, richtig krank. Vor allen Dingen, weil man da ja ganz, ganz viele von den klassischen G1 Transformern im Prinzip gekillt hat, damit man neue Spielzeuge verkaufen kann. Was für ein Meisterwerk. Also der war richtig krass und richtig hart. Ja, was haben wir getrauert damals. Ja, aber da gab es auf jeden Fall den Kollegen hier, den Scourge. Den mochte ich immer sehr, sehr gerne. Das ist der Handlanger vom Handlanger sozusagen. Und ich mag immer diese Truppen. Und deswegen fand ich den immer irgendwie cool. Also Scourge ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Charakter aus dem Film. Ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Und das ist einer von den wenigen, die ich nicht in Besitz habe tatsächlich. Ja. Es gibt da eine ganz, ganz coole Variante von, aber den habe ich bisher nie bekommen. Gerade jetzt auch gab es, glaube ich, einen aus der Studio Series zu diesem Zeichentrickfilm. Der fehlt mir aber leider und ja, schade drum, aber den mag ich sehr. Platz 12. RC. Ja, RC ist auch einer der Charaktere, die tatsächlich, glaube ich, ihren Ursprung in dem Transformers Movie hatten und auch den fand ich oder die fand ich immer sehr, sehr cool. Diese weiß-rosa Kombination ist schon echt schick. Ja, dann transformiert sie sich in ein Motorrad und sieht halt auch so aus wie diese klassischen Zeichnungen, die man kennt von so Robot-Babes. Ja, das ist so. Das spricht die niedersten Instinkte eines jungen, heranreifenden Mannes an. Warte mal, steht auf Roboter. ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist schon... Ja, ist auch eine harte Welt für so einen Charakter. Ne? Ist so gefühlt als einzig weiblicher Charakter. Da gab es zwar später noch ein paar andere, ne? Elita und so, aber RC war im Prinzip so der erste weibliche Transformer, den wir so im Prinzip gesehen haben. Und ja, ich mochte den Charakter immer halt. Auch aus dem Film, hat mir auch immer sehr, sehr gut gefallen. Und das Design ist halt auch schick. Das sieht halt einfach gut aus. Ja, und von daher, klar. Auch einer meiner Favorites. Habe ich aber tatsächlich auch keine Variante. Ich hatte ein paar davon da im Laufe der Zeit, aber irgendwie passte das nie. Und dann sind die immer weggekommen. Dementsprechend auch einer, den ich nicht im Regal stehen habe. Aber ich mag euch sie sehr gerne. Dementsprechend musste die hier auch drauf. Platz 11. Devastator. Ja, die Constructicons sozusagen, die zusammen diesen Devastator bilden. Ja, fand ich immer sehr genial. Ich mochte auch dieses Konzept einfach von verschiedenen kleinen Robotern, die zu einem großen werden. Da gab es ja auch diverse Toys dazu. Ich habe nie einen besessen. Ja, und das war auch immer so, dass die Kleinen immer komisch aussahen. Das sah immer nur richtig geil aus, wenn du den komplett hattest als Großen. Aber wenn du diese Kleinen hattest, die sahen immer ein bisschen blöd aus. Gab sicherlich auch später Varianten, wo das dann ganz cool aussah und ja, ich mochte den immer sehr. Ich finde auch dieses Grün so geil, also das gefällt mir sehr. Constructicons Baufahrzeuge, auch als Kind natürlich ein Favorite gewesen, ganz, ganz klar. Und als Großer ist er halt einfach auch super, super cool und natürlich ist es ein Decepticon, die mag ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Dementsprechend ganz klar, ja, der Devastator. Platz 10. Shockwave. Ja, Shockwave ist einer der Charaktere, der immer so ein bisschen im Hintergrund war. Und das war auch einer, das war auch wieder so ein Decepticon, es war einer, der lilane Farben hatte, der ein sehr interessantes Aussehen hatte mit dem Kopf, der eigentlich im Prinzip nur so eine Leuchtdiode vorne drin hatte. Das war immer sehr, sehr witzig aus. Und der war tatsächlich auch einer, der sich in eine Waffe transformiert hat. Das fand ich als Roboter und als Transformer schon mal sehr, sehr cool. Habe ich auch nie einen gehabt und ich habe auch jetzt tatsächlich keinen im Regal, sonst hätte ich ihn euch zeigen können. Ja, keine Sorge, es kommen noch welche, die ich dann auch hier händisch da habe. Ja, ich habe hier nicht nur Bilder eingeblendet, also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, vor allem, weil die Top-Plätze natürlich auch die coolsten überhaupt sind. Aber Shockwave war auf jeden Fall schon mal einer, der mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Und es ist halt im Prinzip auch so ein super Megatron-Handlanger, der halt auch so ein bisschen ihn anhimmelt und Megatron ist immer der Beste und der Tollste und zumindest war das früher in der Zeichentrickserie so. Später im Film, ne, in diesem Realfilm war das dann noch ein bisschen anders und er war auch immer so der Kundschafter und so, ne, so der Satellit und der dann irgendwie auch in so einem Satellit hockte, glaube ich, und ich erinnere mich teilweise auch nur sehr peripher an die Sachen. Ich denke mal, euch geht das ähnlich. Ne? Man hat immer so Ideen und Gedanken dazu, aber ne, so ganze Szenen fallen einem dann oft nicht mehr ein. Ja, aber der saß dann halt da immer und hat dann immer spioniert.
Das war Shockwave. Auch ein sehr, sehr cooler Charakter, der tatsächlich in dem Film später überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hatte, den wir aus den Zeichentrickserien kennen. Ne? Aber ich mochte den trotzdem immer sehr. Ich bin ja auch ein Fan der Farbe Lila. Dementsprechend gefallen mir die natürlich immer besonders gut. Platz 9. Grimlock. Grimlock, wer liebt nicht Dinosaurier? Da kommt alles zusammen, was man als Kind mag. Roboter, Dinosaurier, Zeichentrick aus den 80ern. Es ist unsterblich, ja. Und der ist natürlich besonders cool. Das ist hier jetzt eine neuere Variante. Das ist eben diese, ich glaube, Studio Series aus dem Movie. Ich habe auch noch den Vintage Star tatsächlich. Den habe ich jetzt auch nicht aus dem Regal gekramt. Ja, ihr müsst damit vorlieb nehmen, dass ich euch hier den Grimlock zeige. Der gehört hier jetzt auch mit dazu. Der ist im Film halt auch später eine kleine Rolle. Ja, gehört zu Grimlock ein bisschen dazu. Ja, das ist ein ganz, ganz toller Transformer. Und den, witzigerweise, ja, viele Transformer stelle ich mir ja dann so hin, dass ich sie in Roboterform aufstelle. Weil ich es einfach schicker finde als die Varianten in Fahrzeugform. Bei dem ist es natürlich umgekehrt. Ja, hier ist auch tatsächlich ja die Roboterform sehr schön, aber der Roboter ist hier nur zweitrangig, denn wir lieben einfach unsere Dinos. Auch der gehört ja theoretisch zu einem großen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob sich diese Studio Series Variante zu einem großen transformieren lässt. Ich glaube tatsächlich nicht. Da gibt es die anderen auch gar nicht alle. Also es gibt jetzt nur diesen hier, von daher geht das nicht. Von den klassischen gibt es die Möglichkeit, die kannst du zusammensetzen. Da habe ich halt den Grimlock da und noch einen, ich glaube den Triceratops, ne, diesen Langhals, den Langhals. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, welchen ich da noch habe. Triceratops nicht, wie hieß denn? Ich kenne auch die Namen gerade alle nicht mehr. Es ist alles so lange her, aber Transformers ist halt immer noch Kult. Und gibt ja auch immer wieder neue. Na, von daher, aber ich mag natürlich die klassischen und der ist halt wie im Movie und das gefällt mir natürlich besonders gut. Wobei Grimlock im Film auch keine sehr große Rolle gespielt hat, aber trotz alledem ist er hier mit dabei und musste auf jeden Fall auf diese Liste. Für mich kommen da halt tolle Sachen zusammen. Dinos und Roboter. Schön. Platz 8. Rodimus Prime. Und das hier ist nicht Rodimus Prime. Nein, das ist nur Hot Rod. Ja, auch ein Charakter aus dem Film. Und im Prinzip ein bisschen verantwortlich dafür, dass da böse Dinge geschehen. Ja, denn er mischt sich ein und dadurch passiert was Schlimmes. Spoiler ich jetzt natürlich nicht, auch wenn der Film uralt ist, aber den müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Der alte Transformers-Movie, fantastisch. Ja, und da kam er gefühlt auch zum ersten Mal vor. Ich glaube, das war auch so. Also die wurden da eingeführt und später kamen sie dann in die Zeichentrickserie. Das, meine ich, war irgendwie so der Übergang. Ja, und das ist Hot Rod, natürlich passend der Name, denn er ist ein Heißsporn, jemand, der nicht an sich halten kann und halt immer sofort losstürmt. Und aus dem wird dann irgendwann mit der Matrix of Leadership Rodimus Prime. Und dann finde ich den besonders cool. Auch da gibt es eine coole Studio Series Variante, meine ich. Auf jeden Fall eine große. Vielleicht ist das auch nicht Studio Series. Das bringe ich ja manchmal durcheinander. Da gab es ja so viele Lines im Laufe der Jahre. Ja, aber ich habe halt nur den kleinen Hot Rod hier. Der ist dann auch ein bisschen kleiner. Ja, aber so ein Rodimus Prime hätte ich auch immer sehr gefeiert. Bin ich aber bis jetzt nie rangekommen. Die Dinger sind halt auch einfach unsagbar teuer. Ne? Das muss man halt sagen. Und gerade wenn der dann jetzt nicht mehr aktuell hergestellt wird, dann kommst du da auch kaum noch ran. Ja, aber ja, ein Autobot, aber hier mochte ich halt zum einen das Fahrzeug, wobei ich da bei Hot Rod, glaube ich, das Fahrzeug noch cooler finde, weil Rodimus hat nachher noch so einen Aufhänger, dann ist das so ein Riesenteil, aber der Hot Rod, der sieht halt schick aus, ein kleiner Flitzer und ich finde die Farbgebung toll, dieses Gelb, dieses Orange, dieses Rot, das sieht super aus. Ja, der spricht doch einfach auch jeden an, der den sieht und sagt, boah, der ist aber schick. Ja, hier halt in der Hot Rod-Variante und natürlich als Roboter aufgestellt. So was als Fahrzeug, auch wenn ich das Fahrzeug mag, der muss als Roboter aufgestellt werden, ganz klar. Platz 7, Ultra Magnus. Einer, der im Prinzip ja so ein bisschen der Nachfolger sein sollte zu Optimus Prime, zumindest gefühlt, auch im Film das erste Mal vorgekommen. Der Film hat mich wirklich unheimlich geprägt, ne? Da kommen halt gefühlt die geilsten Transformers her. Und er gehört halt mit dazu und er ist halt auch schon von der Farbgebung so ein bisschen Optimus und von der gesamten Art und Weise. Und man hat, wie ich vorhin schon sagte, damals versucht, so im Prinzip neue Toys zu verkaufen. Und da brauchte man auch wieder einen Truck. Weil klar, Trucks sind genauso wie Baufahrzeuge und Dinosaurier bei den Kids immer sehr beliebt. Genauso wie Rennfahrzeuge. Dementsprechend musste hier ein neuer Truck her. Und das ist dann der. Und der sollte möglichst nah offensichtlich an den Optimus rankommen. Und er war tatsächlich auch einer, der im Prinzip die Matrix of Leadership hätte haben sollen. Denn er ist vernünftig und ruhig. Ja, aber da gab es dann noch den Hot Rod. Und der hat sich das Ding einfach geschnappt. Sonst wäre er jetzt hier der neue Boss gewesen. Ja, ein toller Transformer, der hier auch in dieser Optik einfach wahnsinnig gut aussieht. Den mag ich sehr und ich freue mich, dass ich ihn habe.
Ja, ich bewundere die auch immer wieder regelmäßig. Tatsächlich nehme ich sie aber nicht oft in die Hand. Also die werden hier bei mir nicht oft hin und her transformiert. Wenn ich sie einmal stehen habe, dann bleiben sie auch so als Roboter stehen. Der sieht aber auch im Fahrzeugmodus ziemlich cool aus und gehört halt absolut zu meinen Favoriten. Ja, ich mag einfach diesen, mag ich einfach. Ja, theoretisch steckt hier, glaube ich, sogar ein kleiner Optimus Prime drin. Ja, wenn man den hier, da ist so ein kleiner Optimus Prime hinten drin, den kann man da raus transformieren. Da ist noch so ein kleiner Truck mit dabei. Ja, aber eigentlich gehört das so nicht. Also das hier ist nicht Optimus, auch wenn er ein bisschen so aussieht. Platz 6. Ja, und da ist er. Optimus. Ja. Optimum Prime. Ja, nein, der Optimus, ja, und das ist tatsächlich eine kleinere Variante von Optimus. Es gibt da noch einen größeren. Der hat natürlich normalerweise auch noch seinen Anhänger. Den habe ich jetzt aber im Regal stehen lassen. Ja, der ist dann in der Form des, wenn er hier ein Roboter ist, dann ist das so eine Reparaturstation, so mit Ärmchen und so. Kann man den dann hier draufstellen. Da steht er auch dann immer im Regal drauf. Ihr seht ihn nur selten, weil der ist immer direkt hinter diesem großen Leib, der hier vor der Kamera sitzt, versteckt. Ja, und dementsprechend kommt ihr da nicht oft dazu, den zu sehen. Optimus, natürlich ein absoluter Kultcharakter. Ja, viele haben vermutlich erwartet, dass er hier weiter oben auf der Liste steht. Aber ihr wisst, mein Herz brennt für die Decepticons. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ja. Kleiner Spoiler, das hier ist der letzte Autobot in der Liste. Ich habe zwar tatsächlich noch ein paar. Ich habe noch einen Blaster und weiß gar nicht, wen noch alles. Ich glaube, ein Ironhide steht hier noch im Regal und so. Aber da, die gehören nicht zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe zwar nur Transformers, die im Regal stehen, die ich mega geil finde, aber das wären dann so Platz 14, 15 und 16 gewesen. Ja, er hier ist aber auf Platz 6 gelandet. Warum nicht höher? Wie gesagt, das Herz schlägt für die Decepticons und Optimus ist natürlich ein cooler Charakter. Er ist ein Truck, er sieht super aus. Und tatsächlich hätte ich gerne auch noch diesen alten wieder mal. Ja, den, wo man diesen großen hatte, wo man den kleinen oben reinsetzen konnte. Das mochte ich auch sehr. Das war das Spielzeug damals aus den 80ern. Habe ich immer sehr gefeiert, aber habe ich auch nie besessen. Ein Kumpel von mir hatte den und da durfte ich dann bei ihm immer mitspielen. Der hat auch so einen großen Kopf zum oben draufsetzen. Geiles Teil. Ja, kriegst du heute, glaube ich, auch nicht mehr zu vernünftigen Preisen. Aber ja, so war das damals und ich habe den auch immer sehr abgefeiert. Den finde ich ja auch ziemlich cool. Das ist halt eine etwas kleinere Edition. Ja, und der sieht halt einfach super original aus. Ich finde das total toll. Tatsächlich habe ich es immer blöd gefunden, dass in den Filmen, zumindest in den frühen Filmen, ja, also in den Bay-Filmen, dass Optimus sein Visier nicht hatte. Hier vorne. Ja, vom Mund. Sein Mundschutz sozusagen. Ja, der hat schon Mundschutz getragen, bevor wir das alle mussten. Ja, das fand ich in den Filmen immer doof, dass er das nicht hatte, dieses Visier vorne. Ja, das hat er dann ja in den späteren Filmen, so in Bumblebee und so, da sieht man das dann ja meistens. Ja, und es gab auch, glaube ich, später den Last Night oder so, da konnte er das dann auch hochfahren. Ja, mochte ich persönlich lieber, weil das ist halt einfach eine klassische Optik. Für mich einer der coolsten, ja, deswegen hier Platz 6, Optimus Prime. Platz 5, ein weiterer Handlanger von Megatron bzw. Galvatron. Ja, auch eine interessante Sache, Galvatron, Megatron, auch aus dem Film. Es ist irgendwie gefühlt alles aus dem Film. Warum hat der mich so geprägt? Ich habe tatsächlich die Zeichentrickserie im Fernsehen damals auf Sky geschaut. Das war ein englischer Fernsehsender. Da gab es morgens Serien wie Fun Factory und die DJ Cat Show. Da lief Transformers in der englischen Sprache morgens früh auf dem Samstag. Da habe ich meine Cartoons geguckt. Ja? Und von daher wundert mich das, weil der Film lief da irgendwie gar nicht. Den habe ich, glaube ich, erst viel, viel später geschaut. Aber da lief halt die Serie und da gab es halt erstmal die frühen Folgen mit Optimus und Co. Und später eben die Folgen mit Hot Rod bzw. Rodimus Prime. Und ich habe das sehr, sehr gefeiert. Ich mochte das unheimlich gerne. Und von daher ist auch Cyclonus einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Logischerweise, das Design ist toll, die Farben sind toll. Er sieht super aus in Raumschiffform, er sieht super aus in Roboterform. Es ist ein Decepticon, das ist genau mein Ding, Baby. Ja, eindeutig. Und es ist halt auch so einer, es ist halt der, der im Prinzip diese Scourge-Armee befehligt. Den habt ihr ganz am Anfang einmal gesehen. Ja, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Cyclonus, der direkte Adjutant im Prinzip von Galvatron. Und wer kann bei diesem Design Nein sagen? Er sieht doch einfach fantastisch aus. Also ich feiere den total und ich liebe den auch sehr. Also das ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Aber er ist tatsächlich nur auf Platz 5, denn es gibt noch ein paar, die ich besser finde. Nämlich Platz 4, Megatron. Ja, Megatron ist natürlich noch cooler. Und das ist auch ein All-Time-Favorite. Den fand ich schon immer super. Ja, in den aktuelleren Varianten lässt er sich nicht mehr in eine Waffe transformieren, was sehr, sehr schade ist. Es ist dann meistens ein Panzer oder so.
Ja, ich fand das immer witzig mit dieser Handwaffe. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die alten Transformers, die damals rausgekommen sind in den 80ern, die G1-Geschichten, dass das größtenteils Sachen waren, die teilweise gar nicht als Transformers so vermarktet wurden ursprünglich. Das waren dann einfach japanische Toys, die dann später in diese Line zusammengeführt wurden. Ja, da gibt es noch ganz viel Historie zu und vielleicht gebe ich es auch nicht hundertprozentig richtig weiter, aber so ist das halt ungefähr gewesen. Ja, dass man gesagt hat, oh, wir haben dieses Roboter-Toy und dieses und dann hat man es ein bisschen umlackiert und gesagt, so, das ist jetzt Megatron. Ja, so ist das entstanden. Da gab es ja noch die GoBots und so, das wurde dann später auch noch übernommen. Ja, aber das hier ist auf jeden Fall der optisch ursprünglichste Megatron. Es gibt noch einen anderen, glaube ich, auch der ist gerade aktuell rausgekommen. Den fand ich auch ziemlich cool, aber den feiere ich hier schon sehr. Vor allem ist das nicht so ein Riese, da passt ein bisschen mehr ins Regal. Wenn du immer diese Riesendinger hast, da passen ja nicht so viel ins Regal und die sind ja auch unbezahlbar. Ja, von daher gefällt mir diese Variante schon ziemlich gut. Das ist auch so ein Battle-Damaged-mäßiger, den könnt ihr sehen, der ist so ein bisschen beschädigt. Ja, ist, glaube ich, auch aus dieser Siege-Serie. Die haben wirklich optisch viel richtig gemacht. Da sind sehr, sehr coole Transformer herausgekommen. Für mich natürlich ikonisch diese riesengroße Waffe. Ich mag halt auch die Optik auch von seinem Gesicht. Ich finde halt auch das lilane Decepticon-Logo auf der Brust sieht halt immer super aus. Also Megatron natürlich auch sehr cool. Und für mich sind auch die englischen Stimmen ja, immer sehr, sehr relevant gewesen. Ich habe das, wie gesagt, auf Englisch geguckt. Ich kenne keine deutsche Variante von den Transformers aus den 80ern. Ich kenne nur die englischen Varianten. Dementsprechend natürlich Peter Cullen als Optimus und Frank Welker als Starscream. Ja, ich weiß gar nicht, wer ihn hier gesprochen hat, gerade aktuell, aber diese Stimmen waren natürlich alle immer so toll. Ne? Diese leichten Roboterstimmen, so ein bisschen verändert und so. Ganz, ganz tolle Sprecher, die das gemacht haben. Und Megatron einfach ein absolut cooler Charakter und der große Bösewicht. Super. Platz 3. König Starscream. Auch das stammt natürlich aus dem Film. Ja, mit der Krone, normalerweise halt ohne Krone und ohne diesen Umhang, aber Starscream ist halt auch einer meiner All-Time-Favorites. Besonders geliebt habe ich später die Folge The Ghost of Starscream, denn Starscream ist auch einer der Charaktere, der ja, irgendwann nicht mehr unter den Lebenden weilt, wie man das bei einem Roboter macht, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es funktioniert halt irgendwie, sind die dann teilweise nicht mehr funktionstüchtig und sterben dann auch mal. Und so ist das irgendwann Starscream auch ergangen. Und es gab später eine Folge, wo sein Geist aber noch lebendig war und zurückgekehrt ist. Fand ich unheimlich spannend, unheimlich gruselig auch irgendwie. Ja, weil Starscream hatte ja auch immer so eine sehr hohe Stimme. Da hat der Frank Welker, der halt alles gesprochen hat, gefühlt. Ich glaube, der hat damals halt auch den Claw gesprochen bei Gadget und. Also das ist eine ganz bekannte Stimme, hat man immer wieder gehört. Und hier als Starscream natürlich auch unsterblich. Und hier mochte ich alles. Ich mag Jets, ich mag das Design mit diesen Farben. Ja, und als ich Bumblebee den Trailer gesehen hatte damals, den Film, den neuen, ja, da gab es halt einen, der sah genauso aus und dachte ich, oh, Starscream endlich. War aber nicht Starscream. Der kam dann, glaube ich, nur in einer Rückblende vor. Aber auch das ist halt ein wirklich toller Charakter. Das ist natürlich auch immer so ein Intrigant gewesen. Ne? Das war im Prinzip so ein Handlanger halt auch von Megatron, der aber immer König werden wollte. Er wollte immer der Leader der Decepticons sein. Er wollte der Anführer sein. Ja, und als dann Megatron irgendwann verschwunden war, so sage ich es mal, hat er sich dann gleich zum König ausgerufen aller Decepticons. Ist halt auch im Film vorgekommen. Schaut euch das an. Der Film ist halt einfach ein Meisterwerk. Ja, und König Starscream könnt ihr nur da bewundern. Oder hier als Figur. Platz 2. Ja, und nun wurde es ein bisschen eng tatsächlich, denn ich war mir nicht ganz sicher, wer bei mir die Top-Plätze belegen soll. Das war ein sehr, sehr knappes Rennen und theoretisch sind die auch komplett austauschbar, denn ich liebe sie wirklich alle. Auch das einer der Charaktere, die ich sehr, sehr liebe. Da hatte ich erst eine andere Variante von. Ja, eine Variante, die dann auch so ein Headmaster hatte. Und das sah nicht so toll aus. Den habe ich dann irgendwann weggegeben und habe den hier bekommen. Diesen wunderbaren, optisch total nah am Original aus der Zeichentrickserie. Ja, diesen wunderbaren Galvatron. Ja. Aus Megatron wurde Galvatron. Und ja, der war dann der neue böse Anführer. Natürlich im Film erstmal ein Stück weit Unicron unterstellt, der von Orson Welles gesprochen wurde. Der Name sagt wahrscheinlich der Hälfte von euch auch überhaupt nichts mehr. Ja, aber auf jeden Fall Unicron, der Planetenverschlinger sozusagen. Ja, ein Riesenviech, das wird später, glaube ich, sogar in der Kickstarter-Aktion irgendwie rausgekommen ist, dass der als na, in Originalgröße, was gar nicht geht, weil der ja viel, viel größer wäre als die. Ja, aber der hat halt aus Megatron immer einen Galvatron gemacht und auch Cyclonus und Scourge und so produziert. Ja, diese
wunderbaren lila und blaufarbenen neuen Transformers, die ihr damals kaufen solltet, unbedingt, ihr solltet sie alle haben. Ja, und ich habe aber hier die neueren Varianten, den hier feiere ich auch sehr, ich mag den optisch total gerne, es ist absolut einer meiner Favorites, der hätte auch locker auf Platz 1 landen können. Und das ist interessant, ne? Denn es ist ja eigentlich Megatron, nur in etwas anderen Optik, und ich fand den hier tatsächlich immer interessanter, eben weil er lila ist, weil die Kanone in diesem Orange, das leuchtet halt, das sieht einfach toll aus. Und der Film hat mich halt unheimlich geprägt. Ich sage es immer wieder, aber es ist halt einfach Fakt, dass dieser Film für mich das Nonplusultra im Reiche der Transformers war. Und das wird es wahrscheinlich auch nie toppen können. Es wird ja auch nie einen neuen geben, glaube ich, leider nicht. Vor allem keinen klassisch animierten. Ja, und ich liebe diesen hier einfach. Der ist einfach toll. Und das ist für mich auch die beste Variante, die von Galvatron jemals auf den Markt gekommen ist. Es gab, glaube ich, keine bessere Version. Von daher bin ich sehr, sehr happy, dass ich den in meinem Besitz habe. Und ich schaue ihn auch immer wieder gerne an. Ein absoluter Klassiker. Platz 1. Ich glaube, viele von euch konnten es schon ahnen. Nachdem ihr jetzt die Liste gesehen habt und gesehen habt, wer da so drauf war auf der Liste. Mein Lieblingstransformer und auch der beste Transformer aller Zeiten. Und da könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. Das ist einfach der coolste. Schon wegen der Stimme. Schon wegen des Gimmicks, ja. Mit den Kassetten hier, mit dem Kassettendeck, dass das so aufklappt und dass da so, wo sind denn eigentlich die Kassetten drin? Sind da keine drin? Ich dachte, ich hätte Kassetten, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall einer der coolsten Transformers aller Zeiten. Der coolste Transformer, sage ich da. Es ist Platz 1, es ist der absolut coolste. Es ist natürlich Soundwave. Und der ist vom Design natürlich auch unschlagbar. Das hier ist jetzt auch die Version von Siege. Es gab noch einen größeren, ja, den habe ich leider nicht. Der kam dann noch ein bisschen früher raus, aber so passt das halt auch. Ich feiere den total. Ich finde, der sieht super aus im Regal. Und es ist halt auch so ein bisschen Battle Damage, denn es ist halt überall angekratzt und so. Ja, und der hat halt auch diese coole Stimme immer. Dieses total elektronisch veränderte. Ich feiere den total. Ich mochte das mit der Schulterkanone immer sehr. Ich fand den Effekt geil, wenn er dann Laserbeak oder Ravage rausgeholt hat als Kassetten. Ja, und ich fand es halt auch toll, dass der alte Original-Transformer damals ein Kassettenspieler war, sozusagen. Gefiel mir super. Ja, fand ich immer toll. Ich habe den damals auch im Regal bewundert. Ich habe ihn leider nie bekommen. Ich wollte ihn immer haben, habe ihn aber nie bekommen. Ja, dann wollte ich später die große Variante haben. Ja, da hatte ich sogar mal einmal die Chance dazu. Aber da gab es einen lieben YouTube-Kollegen. Wir waren halt zu Besuch bei einem anderen lieben Kollegen. Ja, und der hatte eine Kiste, wo er verschiedene Transformers drin hatte, die er loswerden wollte. Und das war die Kiste, in der ich am Wühlen war, und bevor ich zugreifen konnte, hat mein Kollege, ja, ein lieber YouTube-Kollege von neben mir, der den auch sehr, sehr liebt, sofort gesehen, dass der da drin ist, hat den aus der Karton gerissen und gesagt, meiner. Da hatte ich gar keine Chance mehr. Und das fand ich tatsächlich fast ein bisschen traurig, weil ich hätte den auch unheimlich gerne gehabt. Aber ich habe ja den hier und damit bin ich auch sehr zufrieden. Also, ja, der absolut beste Transformer aller Zeiten ist natürlich Quatsch. Soundwave. Was rede ich da? Hail Starscream? Nein, es ist natürlich Soundwave. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr zustimmt. Es interessiert mich aber sehr, wer ist denn euer liebster Transformer? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne Top 3 machen oder eine Top 5 oder macht auch eine Top 13. Ich bin da sehr, sehr interessiert und ich hoffe, diese Liste hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, im Prinzip habe ich ja nur Roboter ins Bild gehalten und dazu erzählt, was ich so dazu empfinde und wo sie herkommen und so. Ja, so sind diese Listen halt. Und das ist halt wieder sehr subjektiv geprägt durch meine persönliche Meinung. Das sind meine Lieblingstransformers und deswegen sind das die besten Transformers aller Zeiten. Es hätte noch ein Blaster drauf gekonnt, es hätte noch ein Ironhide drauf gekonnt, vielleicht noch den einen oder anderen, der mir jetzt nicht einfällt. Es gibt noch ein paar sehr, sehr schöne, aber das sind für mich die 13 besten und ich bin froh, dass ich viele davon tatsächlich im Regal stehen habe. Also ich feiere das immer sehr. Soundwave ist halt einfach der absolut coolste. Ja, und das war's von mir an dieser Stelle. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Abo da, drückt mal auf die Benachrichtigungsglocke. Daumen wäre schön, Kommentare sowieso. Wie gesagt, schreibt mir einfach, welche Transformers ihr besonders liebt. Und dann schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ja, es gibt bestimmt auch demnächst wieder irgendwelche coolen Reviews zu den Transformers. Ansonsten gibt es eine Playlist, wo ich schon ganz viele Reviews gemacht habe. Die sind hier im Prinzip alle einmal reviewed worden. Könnt ihr also gerne mal reinschnuppern, wenn euch Transformers interessieren. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Autobots, Transform and Rollout. Haben die Decepticons eigentlich auch einen Spruch, den ich noch nie gehört habe? Oder den ich nur nicht mehr im Kopf habe? Ist auch egal. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt's ein Video von Mike. Das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren.
Ja, das war's jetzt. Tschüss.